Mahlzeit, Freunde, was geht? Wir reagieren heute wieder auf Shorts. 3, 2, 1, go! Wenn man diese Sätze zu ernst nimmt, rein da! Mama, kann ich bitte eine Playstation haben? Eine Playstation? Denkst du, ich kann dir Geld einfach so aus dem Ärmel schütteln? Ich brauche noch jeden Tag für den Rest meines Lebens. Könnte das nicht Vater sein? Vater, du musst mir mal Geld aus dem Ärmel schütteln. Nimmst mein Zimmer immer auf. Oh Mann. Lügen haben kurze Beine. Und jetzt ist er kurz. Ha! Mein Gott, geil. Stimmt gar nicht. Marv ist geil. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Mama ist kein Geldscheißer. Schreib's hinter die Ohren, ich dreh durch, Alter. Darauf erstmal ein Gummibärchen. Ich mit der Diskussion, es gibt keinen. Warum sind wir nicht reich? Das wäre so schön. Das kannst du laut sagen. Okay, warum sind wir nicht reich? Das wäre so schön. Genau. Ja. Laura, du musst auch nicht immer überall deinen Senf dazugeben. Das ist doch alles scheiße. Ich darf nicht irgendwas haben. Oh Mann. Och, Marfi, jetzt mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Wenn du zu irgendeinem Thema noch einen Ratschlag brauchst, dann sag bitte Bescheid, okay? Wo du es gerade sagst, einen Ratschlag könnte ich noch gebrauchen. Und zwar ist das Mädel in der... Ein Ratschlag, Freunde. Hat auf jeden Fall ein Like verdient. Freunde, lasst auf diesem Video auch gerne ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert diese Kuhglocke da unten, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke für euren Support. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen, aber die PS5 Pro kommt im November. Wir schauen uns hier das Video dazu an. 7. November bringen wir endlich die PlayStation 5 Pro auf den Markt. So. Wow, wie geil ist das denn? Ja, ja Mann, das klingt echt vielversprechend. Und das Beste ist, die Konsole kostet nur 800 Euro. Nur? 800 Euro? Naja, ja. Es ist immerhin die Pro. Aber was kann denn die Pro besser als meine normale PS5? Wir haben bei der Hardware und bei der Grafik echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja. Ist es wirklich so? Ich weiß nicht. Ich habe nichts davon gesehen. Ich habe es nur mitbekommen. Ah, der Trailer sieht echt fantastisch aus. Mhm. Also, ich erkenne da überhaupt keinen Unterschied. Aber das war noch nicht alles. Okay, lass hören. Durch unser neues und innovatives Design haben wir beschlossen, das Blu-ray-Laufwerk komplett zu entfernen. Wow, das ist die Zukunft. Super. Aber wie soll ich denn meine alten Spiele zocken? Genau. Und das ist gar kein Problem, denn für den unschlagbaren Preis von 100 Euro kannst du das Laufwerk extra kaufen. Na super. Wow. Clap in den Chat. Gefühlt. So bekomme ich für mehr Geld weniger Konsole. Ich habe genug gehört. Hier, nehmt mein Geld. Ja, komm, ich nehme auch eine. Genau so läuft das Ganze ab. Ich kaufe sie mir auch trotzdem. Vater zahlt ja. Mit eurem besten Freund auch immer alles lustiger? Tatsächlich, ja. Ist einfach wie mein zweites Ich. Egal, wo wir sind. Genau, wir können so einfach sieht's nicht aus. Ernst bleiben. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Einen guten. Na, hör mal, was ist denn so witzig? Warum lachen die jetzt? Nichts, nichts. Und dafür gibt's nicht mal einen richtigen Mann. Grund. Wir genau schauen so uns einfach aus. An und müssen lachen. Selbst ja. In den unpassendsten Momenten sieht es jedes Mal so aus. Ist echt immer so. Mit Andi übel in der Schule. Mal schauen, was jetzt kommt. Es reicht mir mit euch. Die ganze Zeit seid ihr nur am Reden. Ich mach das hier für euch. Der Nächste, genau. Der nur einen Muck sagt, fliegt Das raus. Hat mein Lehrer in der letzten Klasse auch immer gesagt. Selbst wenn wir gekidnappt werden würden, würde das wahrscheinlich original so aussehen. Okay, ihr beiden, seid jetzt still. Gab es kein größeres Messer? Damit können Sie ja nicht mal die Fliege verletzen. Ruhe jetzt, sonst werde ich ungemütlich. Okay, okay, sorry. Aber wer? Ja, ich. Nein, wer hat gefragt? Oh Mann. Übel, übel, übel. Okay, okay, okay. Wie Apple das iPhone 16 erstellt hat, bin ich mal gespannt, denn ich habe iPhone 15 Pro Max. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder Leute voll unnötig, aber ich liebe iPhone. Ich liebe es einfach. Na, neues Jahr, neues so. iPhone. Welches iPhone ist denn dieses Jahr dran? Das iPhone 16. 16? Ach du heilige Scheiße. Wie lange haben wir denn noch, bis es rauskommt? Boah, also knapp zwei Wochen noch. Zwei Wochen nur noch. Wie sollen wir denn in zwei Wochen ein neues Handy rausbringen? Boss, ja. Entschuldigung, aber wir sind doch Apple. Ha, genau, du hast ja recht. So sieht's wir sind ja aus. Apple. Wir bringen ja nie was Neues raus. Boss, ich habe da so eine Idee, wie wir wieder so tun können, als wenn das neue iPhone besser wäre als das iPhone 5. Genau, das machen sie auch immer, ne? 15, lass mich raten, wir nennen es einfach nur iPhone 16. Wir verschieben die Kameralinse einfach unter die andere und schon wirkt es wie ein neues Handy. Tada!
Das ist genial, das ist genial. Dafür bezahle ich euch. Ich habe noch eine Idee. Wir machen das iPhone 16 minimal größer, damit alle denken, dass es nicht nur größer, sondern auch besser geworden ist. Genau, dabei so sieht's aus. Wieder nichts verändert. Genau, ja. Dazu wird das neue iPhone noch teurer. Männer, ich bin stolz auf euch. Ich glaube, ihr habt euch die Gehaltserhöhung wirklich verdient. Was? Ihr echt? Meinen. Nein, natürlich nicht. Und jetzt arbeite ich weiter. Er macht sich die Taschen voll. Gehaltserhöhung, das wäre ja noch schöner. Aber ist echt so, Freunde. Es verändert sich nicht sehr viel. Deswegen bleibe ich erstmal beim iPhone 15 Pro Max. Dabei aber die Frage, was habt ihr denn für ein Handy? Schreibt's mal in die Kommentare. Heute grüße ich übrigens wieder drei Leute, die im letzten Video in die Kommentare geschrieben haben. Und zwar Meragon und danke dir für dein Kompliment. Alien Positiv, danke dir auch für dein Kommentar. YouTube Chick TV, danke dir für deine Verbesserung. Und Mahlzeit schreibt man natürlich so, wie er es geschrieben hat. Mit dem grünen Haken hinten dran. Mahlzeit! Freunde, falls ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt jetzt in die Kommentare, denn ich grüße im nächsten Video wieder drei Leute von euch, die in die Kommentare geschrieben haben. Errate ich dein Fortnite-Main-Skin? Maxi, letztes Mal hat's schon nicht geklappt. Versuch mal's dieses Mal. Ich schaffe es wieder, euren Fortnite-Main-Skin zu erraten. Nicht. Ich denke mal nicht. Der erste in meiner Liste ist Travis Scott. Falls das euer Main-Skin ist, dann bye-bye. Der zweite tschüss. In meiner Liste ist der Dummy-Skin. Falls ihr den habt, dann seid Dummy ihr jetzt Skin, auch raus. Nö. Und falls ihr den Good Trooper spielt, ist er auch raus. Hab ich An auch vierter nicht. Stelle haben wir einen sehr seltenen OG-Skin. Den schwarzen Ritter. Falls ihr nee, den spiele ich auch nicht. Verleiht, dann ihr seid jetzt auch raus. Jetzt kommt er hier mit den OG-Skins, ne? Auch raus. Der nächste Nö. Skin, der rausfliegt, ist der John Wick Skin. Ach, nein, ey, Freunde, ich hab Glück. Scantrooper. Ja, damit zählt auch nee. Die OG-Variante dazu. Falls ihr bis jetzt noch drin seid, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und Mach ein Abo. Ich. Ich würde mich sehr freuen. Der nächste, der rausfliegt, ist der Rekin Expert. Auch Nö. Als benutze ich nicht. Fliegt der Dark Bomber raus. Und jetzt kommt der letzte auch nicht. Skin. Dann macht man nochmal bitte einmal schön Trommelwirbel, einmal Trommelwirbel. Und es ist Trommelwirbel. Alle Skins. Nö. Ja. Ich spiele nämlich Galaxy. Maxi, versuch's beim nächsten Mal. Wenn dein Lieblingsspiel plötzlich Retro ist, schauen wir mal rein. Vielleicht ist es ja Fortnite. Kleiner Spaß. Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Als Geschenk habe ich dir mein Lieblingsspiel mitgebracht. Hier, wow, GTA 5, danke. Das Game ist echt retro. Also eigentlich spielt GTA 5 schon in der heutigen Zeit. Du denkst wahrscheinlich an Vice City. Was? Ach so, nein, ich meine gar nicht das Setting. Retro ich meine, das Spiel selbst ist schon echt retro. Was? GTA 5 ist nicht retro. Das kam raus, als ich gerade Abi gemacht habe. Ja, aber das kam 2013 raus. Genau. Also wird's dieses Jahr schon 11 Jahre alt. Oha. Aber 11 Jahre ist doch noch retro, gar nicht oder? So eine lange Zeit. Ja. Naja, denk doch mal drüber nach. Das Spiel existiert bereits auf drei unterschiedlichen Konsolengenerationen. Ja, recht hat er recht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Naja, überleg doch recht. Mal 2013. In dem Jahr kamen so Oldschool-Filme raus wie Iron Man 3 und The Wolf of Wall Street. Oldschool-Filme? Oldschool-Filme? Ist alles gut bei dir? Ja. Ich meine, als GTA 5 rauskam, war ich 4 Jahre alt. 4 Jahre alt. Wow. Ist alles gut? Warum fragst du? Naja, du bist auch nicht mehr der Frischeste. Nicht mehr der Frischeste? Alter, geil gemacht. Alles gut. Und dann kommen wir vom Apple-Video zum nächsten Apple-Video. Apple 2026. Mama, halt die Klappe jetzt. Ich ruf dich gleich zurück, verdammt. Alter, ey, wie cool. Und das gleiche Handy wie ich. Noch jemand, der im Jahr 2062 noch ein iPhone 15 Pro benutzt. Alter, was quatschst du, Scherz? Kriegst du mich jetzt eigentlich so von der Seite an? Was für iPhone 15 Pro? Das ist kein iPhone 15 Pro. Alter, okay, chill mal. Ich hab nicht deine Familie beleidigt oder sowas. Aber ey, ich schwöre, dass das mein Handy ist. Sieht eins genau. Aus wie meins. Was ist das für ein Modell? Das hier, das ist ein iPhone 39 Pro Max XL Smooth Touch Infinity Quantum Zoom Ultra. Ja, übertreib! Infinity Quantum Zoom Ultra. Okay, ey, tut mir leid, ich wollte mich nicht beleidigen. Ja, du hast das fresheste Handy, okay? Wusste ich nicht mehr. Ja, kommt denn mit iPhone 15 Pro von vor ungefähr 40 Jahren? Das würde nicht mal mehr meine Oma benutzen, so ein geringverdiener Handy. Wie teuer ist denn ein iPhone 39 Pro Max XL? Piss mich an, Handy. Oh, lass mich überlegen, was habe ich dafür vor 3 Wochen gezahlt? 14.500 Euro in Kreuz, glaube ich. Ja. Warte mal, wo ist denn Junge. Der Bitcoin-Kurs momentan gerade? Boah, du fragst mich was. Pipapo, 110.000 Euro pro Bitcoin, glaube ich. Zweimal 110 plus 234.000 Euro für ein Handy. Ja, moin. Aber so wird es später mal ablaufen. Eventuell. Und weil es jetzt genug um Apple ging, geht's jetzt um Android. Rainer. Ich bin Android. Wir haben eine Riesenauswahl und eine große Variation an Handys für Sie. Ich bin Hallo. Okay. iPhone. Ich bin Hallo. Wir haben die längste Batterielaufzeit mit über 20 Stunden Gebrauchszeit. Oha. Mit unseren Handys habt ihr eine schwächere Batterie. Ich meine eine Batterie.
Wenn die ehrlich wären, oder was? Mit uns haben sie den Splitscreen-Mode, damit sie noch effizienter arbeiten können. Wir haben FaceTime. Digga, das gibt's doch schon ewig. Mit unserer Funktion des Power-Shavings könnt ihr eure Handys oder die Freunde kabellos laden. Digga, haben wir nicht irgendeine neue Funktion? Genau so sieht's aus. Unsere Kameras haben über 500 Megapixel, damit eure Fotos besser werden als jemals. Okay. Wir haben 3 Kameras und das schon seit 5 Jahren, denn es hat sich nichts verändert. Digga, was ist das eigentlich für eine Scheiße hier? Unser Oh Mann, die Werbung, ne? Yes, ist so. Einzigartig und bietet eine Vielzahl an Funktionen. Unsere Displays brechen sofort. Habe ich Siri schon erwähnt? Ja. Wir stehen für Qualität und faire Preise. Wir stehen für überteuerte Handys. Wir lieben unseren Job. Ich hasse meinen Job. Digga, das war's jetzt. Junge! Haben wir nicht? Ach, scheiß drauf, ich kündige. Oh Mann, gutes Video. Freunde, das war's mit dem Video. Hier oben kommt ihr zum letzten Best-of und hier unten kommt ihr zum letzten WhatsApp-Fails. Viel Spaß beim Anschauen. Tüdelü!